Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina und heute gibt es wieder mal ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar dreht sich heute alles um bunte Lippen. Und zwar wird das auch in meinen Augen sich widerspiegeln. Also seid gespannt und bleibt dran. So, heute mal schon unterwegs mit gesetteten Augen. Denn ja, es wird jetzt ein bisschen mal anders ablaufen. Ich habe hier einen Kajalstift von Biotique. Der ist in hautfarbend. Und ich habe hier ein Dreieck-Lineal. Und werde hier mit dem Lineal am Auge entlang fahren. Also zuerst mal in einem rechten Winkel hin. So. Zum Auge und dann einfach so einen Strich machen, damit ich nachher ungefähr weiß, dass ich auch gerade bin. Und das mache ich jetzt auf dieser Seite auch. So, ich wollte mich nicht auf so ganz grelle Farben konzentrieren oder irgendwas blau und so. Das gibt es bei mir alles schon. Ich habe mir gedacht, eine Farbe, was ich gerne habe und gerne auf den Lippen trage, ist Orange oder Peachy oder sowas. Und dann habe ich den hier rausgekramt von Trend It Up. Und der ist so richtig peachy. Und ein von MAC. Der ist so eher so mehr Orange. Und dann gibt es noch ein Gloss von Revlon. Und ja, wahrscheinlich mixe ich die Farben ein bisschen, weil zum Lidschatten habe ich nicht so recht was gefunden. Wenn ihr hier seht, das sind die Farben von den Lippen und das sind meine Orange Töne, die ich in den Paletten drin habe. Also mal schauen, wie sich das auswirkt auf die Farben. Also da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber was ich weiß, ich möchte, dass meine Augen aussehen, also dass von hier so geht und dann nach unten und hier auch, damit das so aussieht, als hätte ich eine halbe Lippe hier, also oben und unten. Aber einfach hier die Hälfte, das ist die Mitte auch von der Lippe und auf der Seite auch. Auf jeden Fall in Orange und dann natürlich passend dazu die Lippen. Um ein bisschen vorzuzeichnen und habe ich mir gedacht, ich nehme so einen Eyeliner-Pinsel und ich habe mir gedacht, ich nehme so ein bisschen vom MAC-Lippenstift und fange ich hier dann auch an. Ich glaube, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das ist so hier das Lippenherz und dann geht das so nach unten. Und jetzt mache ich das hier unten, die untere Lippe. So, also wie ihr wisst, gibt es ja ganz viele verschiedene Formen von Lippen. Mal sind die oberen richtig groß oder die untere Lippe ist richtig groß oder gemacht oder wie auch immer. Ihr wisst schon, aber das ist jetzt so eine Lippe, wo ich ganz hübsch finde. Und ich mache jetzt das gleiche hier jetzt auf diesem Auge. So, und dann nehme ich diese Palette, die BH Cosmetics Lost in Los Angeles Palette und gehe in dieses Orange hier mit so einem, ja, so einem kleinen, aber festgebundenen Pinsel, damit es so einfach ganz viel Produkt aufnimmt, aber dennoch detailliert aussieht. Ich klopfe das ein paar mehrmals
ab, aber ja. Und dann werde ich versuchen, hier mal ein bisschen auszufüllen. So, ihr Lieben, das hier ist der Zwischenstand und ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Lidschatten, weil irgendwie ist er schon sehr, sehr ähnlich wie dieser Lippenstift hier vom MAC. Also, als ich es geswatcht habe, nicht so, aber jetzt ja. Und deswegen werde ich da auch nichts mehr mischen oder so. Ich werde einfach nochmal mit dem Eyeliner-Pinsel und mit dem Lippenstift hier nachfahren, dass das nochmal aussieht wie ein Lip Liner. So, und jetzt werde ich diesen Lip Liner von Trend It Up nehmen und damit in die Wasserlinie reinfahren. So, und jetzt werde ich den Hatice Schmidt Highlighter nehmen und so einen kleinen Blenderpinsel und sozusagen mein Lippenherz, das jetzt eben oben an den Augen ist, beziehungsweise unter der Augenbraue ist, ein bisschen highlighten. Und dann werde ich auch den Rest meines Gesichts highlighten mit dem gleichen Highlighter. Jetzt werde ich zuerst mal Wimperntusche und False Lashes drauf tun. Und meine Wimperntusche ist die hier von Catrice, die Glam & Doll. Und meine False Lashes sind die hier von Aura, die 23 Story. So, ihr Lieben, also meine oberen Lippen haben jetzt sozusagen Fächer bekommen mit den Lashes und mit der Wimperntusche. Und jetzt mache ich mich an diese Lippen. Und zwar zuerst mit dem Lip Liner, wo ich auch in die Wasserlinie rein bin. Und jetzt noch den MAC Lippenstift. So, ihr Lieben, also die Lippen sind jetzt fertig und ich finde, die Farben oben unten passen eigentlich fast 1A zueinander und das gefällt mir richtig gut. Aber ich möchte noch ein bisschen irgendwas, das poppt einfach bei diesem Make-up. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch den Gloss, den hier von Revlon, der ist orange, aber so ein bisschen richtiges Grelles. Und gebe das hier vorne auf meine Lippen und bei den Augen in den Inner Corner. Ich glaube, das könnte noch gut aussehen. Also, fangen wir mal an. Das hat hier so ein Applikator und mit dem gehe ich jetzt hier drüber. Ihr seht, ist der richtig auch farbintensiv. Und hier gehe ich auch einfach hier entlang. Ja, es ist ein bisschen blöd mit den Lashes, aber das bekommen wir hin.
So, ihr Lieben, und das hier ist auch mein fertiger Look zu Colorful Lips. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens ein bisschen nachvollziehen, was ich mit den Augen andeuten wollte. Es sind zwei Hälften von der Lippe, spiegelverkehrt. Und mir hat es eben gut gefallen, dass wirklich die Farben richtig gematcht haben. Ja, auch oben matt, auch in den Lippen matt und dann auch Gloss und in den Augen auch Gloss. In den Augen, ja. Im Inner Corner hier. Ich hoffe, dass der Look euch gefallen hat, beziehungsweise gefällt. Und die Lippen dann auch so mit dem On Top Gloss und auf der Seite matt. Ich finde es super klasse. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und natürlich, wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann klickt jetzt bitte auf Abonnieren. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich supportet. Denn es kostet euch gar nichts und ihr verpasst nie wieder ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.